in der Unkrautliebe. Heute habe ich einen ganz tollen Tee für dich, der Workflow heißt. Und er tut, was er verspricht. Er hält dich konzentriert und fokussiert bei der Arbeit. Er macht wach und lässt sich so richtig im Flow was wegschaffen. Und zwar, die Inhaltsstoffe dieses Tees sind vor allen Dingen Minze mit 20 Gramm. Die Minze ist erfrischend, die macht wach, die belebt. Aber wenn ihr andere Tees mischt, passt auf, dass ihr nicht mehr als 20% von dieser Pflanze erwischt, denn sie kann die Wirkstoffe der anderen Pflanze herabsetzen und sie wird auch leicht sehr dominant. Also 20 Gramm von der Minze. Wir haben weiterhin 20 Gramm Weißdorn. Weißdorn, unsere Heckenpflanze, ganz klassische Bauernpflanze, unsere Herzpflanze, unsere heimische. Sie reguliert den Blutdruck, unseren Herzkreislauf. Das heißt, sie bringt uns, wenn wir es brauchen, so richtig in Fahrt. Oder sie reguliert den Blutdruck etwas runter, wenn es mal wieder sehr stressig wird. Sehr hilfreich bei der Arbeit, je nachdem, was man gerade braucht. 20 Gramm von der Himbeere. Die Himbeere ist ein sehr leckeres, mildes, wohlschmeckendes Kraut, ist leicht krampflösend und durch ihre Fluffigkeit ist sie ein toller Strukturgeber im Tee. Dann haben wir als nächstes den Rosmarin. Der Rosmarin ist ja aus der Küche bekannt. Es ist ein tolles Würzkraut, gibt sehr viel Aroma, ist auch sehr kräftig und schmeckt leicht harzig, kampferig, fördert die Konzentration. Als nächstes nochmal die Schafgarbe. Die Schafgarbe ist ein tolles Aromakraut, sehr, sehr würzig. Ich finde sie unglaublich lecker. Sie schmeckt auch wirklich als Monotee hervorragend. Ich finde, sie ist so aromatisch, würzig wie fast eine Gemüsebrühe. Probier das mal aus, ob du das auch so findest. Sie regt den Stoffwechsel an und bringt uns richtig nochmal weiter in Schwung. Als nächstes dann das Johanniskraut, unsere Sonnenpflanze für die Seele. Und zum Schluss die Ringelblume, die gibt Farbe in den Tee und macht durch ihre schöne bunte orangene Farbe immer gute Laune. So, jetzt nochmal in der Zusammenfassung. Wir haben 20 Gramm Minze, 20 Gramm Weißdorn, 20 Gramm Himbeere, 10 Gramm Rosmarin, 10 Gramm Schafgarbe, 10 Gramm Johanniskraut und 10 Gramm Ringelblume. Ich bin gespannt, ob dir der Tee auch so gut schmeckt und ob der bei dir auch so gut funktioniert. Also ich komme mal richtig ins Arbeiten mit diesem Tee. Ich finde ihn ganz toll. Schreib mir gerne in die Kommentare und unten in der Infobox findet ihr auch nochmal das ganze Rezept. Bis zum nächsten Mal.